Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu diesem Wochenorakel. Ich habe heute Besuch. Und ja, ich habe diesen Besuch heute die Fingernägel lackiert. Das ist etwas, was ich übrigens sehr, sehr gerne mache. Und ich wollte euch schnell zeigen, wie schön dass das rausgekommen ist. Schaut mal das an. Ist das nicht wunderschön, so rot? Einfach eine Traumfarbe. Also, nein, kann man bei mir auch noch Maniküre buchen zu den Tarot- und Orakel-Videos. Nein, sage ich, so ist es natürlich nicht. Also, Spass beiseite. Wir fangen an mit dem Wochenorakel. Und dazu kannst du dir eine von diesen drei Karten aussuchen. Oh, schau mal, hier haben wir neue Finger geschnitten vorhin, als ich das Gemüse geschält habe. Und triff deine Auswahl in aller Ruhe. Schnuff mal tief in dich rein. Und lass all die Gedanken los, die du heute während dem Tag gehabt hast. Und entspann dich wirklich ganz, ganz fest mit deinem Atem. Und dann richtest du deine Aufmerksamkeit auf einen von diesen drei Stapel. Und dann kommt die Karte zu dir, wo dir jetzt die Botschaft möchte bringen für die Woche. Und wie du dir das gewöhnt bist, von jeweils an, von links nach rechts. Wir haben den Page der Stab. Und der Page der Stab sagt uns die Woche ganz gemütlich an. Du hast gar keinen Stress. Du hast wirklich Zeit für dich. Und nimm dir auch den Zeitrahmen für dich, der für dich so wichtig ist. Weil nur dann, wenn du still wirst und ruhig wirst und langsam wirst, kannst du dich selber gut anfangen zu spüren. Und deine innere Kraft, die du in dir drin hast, kann dann auch wie erst richtig zu dir durchdringen. Und vielleicht gibt es auch Themen, wo du dir nicht ganz so klar bist, um was es geht. Dann hilft dir das wirklich auch so ein bisschen in die Ruhe zu gehen. Vielleicht wirklich auch eine Meditation zu machen, eine sanfte Musik, Hintergrundmusik vielleicht auch mal zu hören und dich wirklich ganz, ganz klar auf die Musik und auf die Energie einzustimmen, die in dir innen ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn du still wirst, dass dann sehr viele Fragen, die du vielleicht in deinem Alltag hast, die dich vielleicht so ein bisschen umtreiben, dass die dann ganz, ganz ruhig werden können. Und dass du dann auch Lösungen findest auf die Themen, die dich so bewegen oder in Bewegung gebracht haben. Und genieße einfach auch mal den Augenblick für dich. Und das kann überall sein in deinem Alltag. Das spielt gar keine Rolle. Sei das, wenn du im Zug hockst, sei das, wenn du im Bus hockst. Spielt keine Rolle, wenn. Dass du dann einfach wirklich die Stille für diesen Moment zu dir kannst nehmen und einfach mit der Aufmerksamkeit und mit dem Fokus ganz und gar bei dir kannst sein. Und vielleicht hast du dann auch die Möglichkeit und merkst dann, dass du zufriedener wirst, weil du bei dir bist, weil du nicht im Aussen bist, weil du nicht für alle Leute um dich herum musst schauen musst, sondern weil du mit dir beschäftigt bist. Und das spüre ich, dass das dann so wie eine ganz grosse Genugtuung in deinem System gibt und dass du ruhig kannst werden, dass du still werden kannst und dass du dich mit dir selber und in dir selber kannst sicher und geborgen fühlen. Und dass sehr vieles, was vielleicht jetzt noch ein bisschen diffus ist oder unklar ist oder Themen, die du hast, dann plötzlich wie so in eine Klarheit kommen können. Es ist eine wundervolle Energie, die Energie von dieser Stille, von dieser Ruhe, wo er auch in dir ganz, ganz viel Kraft kann freisetzen kann, wenn du bereit bist, deine nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Und denk auch immer wieder daran, zwischendurch einfach tief durchschnaufen, Fokus auf dich nehmen und dann wieder dich im Alltag widmen. Ja, das ist deine Energie von der ersten Karte. Wir schauen weiter in die zweite Karte. Wir haben das Ass von der Münze. Ich zeige es noch schnell hier rüber. Wow, so schön. Hey, du kannst dich wirklich freuen mit dem Ass von der Münze.
du hast wirklich wie einen Zyklus vollendet, einen Zyklus beendet und du darfst dich wirklich sehr, sehr freuen über das, was zu dir möchte kommen. Da ist ganz vieles schon in ganz gute Bahnen gekommen, ganz vieles ist sich so neu am Formatieren und was ich hier auch sehe, ist wirklich, dass das Arbeiten mit Edelstein für dich sehr, sehr gut ist, weil das dein Herz, also deine Herzenskraft, nähren. Und alles, was du in deinem Kopf und in deinem Geist schon wie so restrukturiert und geordnet hast, kann er auch im Herz auf tieferer Ebene wirken. Und das würde dir sehr, sehr gut tun. Du bist jemand, der im Intellekt sehr klar ist. Kannst gut denken, kannst deine Themen gut einordnen, aber es ist so wichtig, dass es auch noch durchdringen darf und dass es wirklich bis ins Herz durchdringen darf. Und erlaub dir das auch. Tu auch das Herz nicht zu fest vom Kopf trennen, sondern die zwei Energien, also die Kopfenergie, die Intellektenergie, darf auch wirklich mit deiner Herzenergie in Verbindung kommen. Und es braucht beide Energien. Also es ist wichtig, den Kopf sowie auch das Herz im richtigen Maß und im richtigen Moment einzusetzen. Und das ist etwas, wo du noch ein bisschen üben und schulen. Also schau gut in dieser Woche, wo ist es von dir gefragt, wirklich intellektuell aus dem Kopf rauszuhandeln und wo ist es von dir gefragt, im Gefühl innen zu sein und aus dem Herzen können zu handeln und den anderen Menschen die Liebe zur Verfügung zu stellen, die sie vielleicht auch brauchen. Aber auch für dich, wo du die Liebe für dich selber musst zur Verfügung stellen. Und das wird dir sehr, sehr gut tun, wenn du dort ein bisschen anfängst, spielen mit diesen zwei Energien. Wann braucht es das eine, wann braucht es das andere? Und vielleicht bist du dir das bisher nicht so gewöhnt gewesen und jetzt ist es umso mehr wichtig, zu spüren, wann braucht es eben die eine Energie oder die andere Energie. Und du mit dem ruhig ein bisschen justieren und schaffen, das ist fast so wie, als würdest Auto fahren im Stadtverkehr. Das ist so, wann braucht es den Gang 2, wann braucht es den Gang 3, wann kannst du mal ins 4 schalten. Also ein Gefühl auch dafür entwickeln, welche Energie von dir wann gefragt wird. Und nicht einfach nur mit dem Kopf alles abrattern. Oder nicht nur einfach alles mit dem Herz machen, oder? Also zu viel Herz kann auch zu einer Gefühlsduselei führen und das ist auch zu vermeiden. Und wenn du mal Zeit hast, wäre es vielleicht für dich auch schön, wenn du könntest eine Meditation machen mit Bäumen und mit Kristallen. Schau mal auf meiner Homepage, dort gibt es unter Downloads, habe ich verschiedene Meditationen aufgeschaltet und dort gibt es unter anderem auch Meditation mit Bäumen und Kristall. Erde-Bienen-Meditation heisst das, glaube ich. Schau dir das mal an, das könnte zu dir passen. Das war dein Reading für die Woche. Ich wünsche dir eine gute Woche. Kommen wir zu der letzten Karte. Oh, und da haben wir den Herrscher. Und der Herrscher sagt uns: Hey, du musst klar deinen Weg verfolgen. Du musst bei dir bleiben. Bleib dir selber treu. Spring nicht um wegen den anderen, sondern bleib dir selber treu. Und überleg dir auch, was ist für dich in deinem Leben wirklich wichtig? Was gibt es für dich für Ziele, die du musst erreichen oder darfst erreichen? Und verfolg dein Ziel. Bleib dran. Bleib dran an deiner Entwicklung. Bleib dran an deinen Lebensthemen. Jetzt ist wirklich nicht die Zeit, um irgendwie zu schlafen oder nachlässig zu sein mit dir oder rumzuplampen. Das kann später wieder kommen. Aber die Zeit, wo du jetzt dran bist, ist es wirklich wichtig, dass du mit deiner ganzen, ganzen Aufmerksamkeit bei dir bist und deine Themen weiterhin verfolgst. Weil du bist wahrscheinlich gerade in einer sehr, sehr interessanten Lebensphase. Also da läuft im Moment gerade sehr viel, verschiedene Aktivitäten, verschiedene Projekte. Verschiedenes, was im Moment einfach bei dir im Leben aktuell ist. Und es erfordert wirklich von dir deine gesamte Konzentration. Und gib dir diese Konzentration voll hin. Also, das soll dir wirklich auch ein bisschen wie ein Wegweiser sein, hier mit dem Herrscher, dass du wirklich musst weitermachen musst. Es ist nicht so, dass du jetzt einfach alles wieder kannst aus der Hand gehen kannst, sondern es ist wirklich wichtig, dort weiterzumachen oder eine Spur wieder aufzunehmen, den Faden wieder aufzunehmen von einem Thema, wo du vielleicht kurzfristig zur Seite geschoben hast.
Weil der Herrscher sagt dir hier auch, es ist wichtig, dass du dranbleibst, weil es hilft dir in dein Selbstvertrauen und in dein Selbstbewusstsein und in deine tiefere Kraft hineinzuwachsen. Und ermögliche dir das auch, dass du in deine Kraft kommen kannst. Schaff an deinem Selbstvertrauen und auch an deinem Selbstbewusstsein. Überprüfe vielleicht auch, wo hast du dich in der Vergangenheit zu fest verbogen. Also verbogen vielleicht auch für andere Leute, damit du es den anderen Leuten hast recht machen können, damit niemand geklagt hat und gejammert hat. Und der Herrscher sagt, hey, jetzt ist die Zeit, bei dir herzuschauen und bei dir zu bleiben und wirklich den Fokus bei dir zu halten, damit du wirklich kannst deinen Weg weiter vollziehen, deine Themen weiterverfolgen, damit dort wirklich auch das alles, die notwendige Energie und auch die notwendige Klarheit bekommt. Also bleib standhaft, wenn jetzt irgendwie wieder von außen irgendetwas soll kommen, und bleib dir selber treu. Sehr, sehr wichtig für dich diese Woche. Und vertrau auf deine Kraft, vertrau darauf, dass du selbstbewusst deine Aufgaben, deine Themen diese Woche angehen. Auch dir ganz eine gute Woche. Euch allen ganz eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss von den schönen roten Nägeln.